Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Beam and Shield Drive. Wir machen heute mal wieder ein schönes Destruction Derby, dachte ich mir. Und wir haben ganz schön viele farbenfrohe Fahrzeuge. Wir haben gelb, rosa, grün, rot, schwarz. Ja, nicht ganz farbenfroh, schwarz und blau. Und ja, ich dachte, wir machen heute wieder ein schickes Derby. Wir haben den LeGrand, wir können die Fahrzeuge auswechseln, wie wir wollen. ETKK, Hopper, Pissima, Kashira, nee, das war der Minivan, wie auch immer der hieß. Grand Marshal und H-Series sind hier, um uns zu zerstören. Und wir wollen ja erstmal rauskommen. LeGrand! Frontantrieb hasse ich. Oh, die verpassen sich ganz knapp. Wie ist er denn? Gib ich schon irgendwas? Oh, da gibt's einen Crash. Da gibt's einen Crash. Warte, das will ich mir gleich mal angucken. Erst crasht der hier rein und dann crasht der nochmal da rein. Tschüssi. So, zwei weniger schon mal. Beziehungsweise zwei Beschädigter. Oh, ich hasse Frontantrieb. Ich habe es schon mal erwähnt. Okay. So. Wollen wir auf den zufahren? Weil er kann nicht mehr richtig lenken. Weil er nicht mehr richtig lenken kann. So rum. Wir wollen immer noch auf unsere Grammatik achten. Na? Wir sind ja nicht ganz so dumm. Da haben wir ein bisschen elitär was. Auf jeden Fall. So, den allen ausweichen. Wir sind mittlerweile ziemlich gut darin geworden. Was macht der da hinten? Ich glaube, die sind alle etwas verwirrt, oder? Weil keiner fällt mehr auf uns zu. Außer der. Naja. Oh, hier haben wir so viel. Oh, kommt der auf uns zu? Nee. Der stoppt ihn. Oh, fuck. Jetzt kriegt er aber. Oh, oh. Okay. Wow, der hat Geschwung geholt. Puh, wow, knallte der dagegen. Das haben wir leider nicht wirklich gut sehen können. Oh, guckt euch die an. Okay. So, hier können wir trotzdem nochmal reinkrachen. Hallo, einmal in die Seite rein. Jetzt hier unten gegen. Okay, machen wir mal ein First-Person-Derby. Aber kurz alles reloaden. Echtzeit und los geht's. Hallo, erstmal Schüsse ausspielen. Oh, da gab's eine Kollision. Ja, weil ich vergessen hatte, dass wir vorne drin sind und deswegen nicht ganz so gut eingelenkt habe. Zu spät. Wie sieht unser Heck aus? Oh, geht aber noch. Hoffentlich nicht zu fett. Oh, die Witze sind wieder heute on point. Wir haben einen absoluten Punt reinbekommen in die Seite. Und jetzt kommt der nächste, oder? Oh, nur leicht. Wir konnten dem Schlimmsten davon ausweichen. Gegenlenken. Oh, zu weit. Okay, jetzt haben wir's. Oh, nochmal in die Seite. Und noch vor. Okay, nee, den konnten ausweichen. Da kommt der Hopper. Die knallen gegeneinander. ETKK. Seitenwechsel. Ah, bremsen. Shit. Okay, wir kriegen es ganz schön ab. Ich sehe nach vorne nicht mehr viel. Okay, ich glaube, das war's. Ich will uns keinen noch Gas geben. Ja. Komm schon. Komm schon. Okay, das war's für uns. Es sei denn, er hilft uns hier. Rückwärtsgang. Okay. Nee, nee, nee. Vorwärtsgang. Ah. Keine Chance. Keine Chance. Okay. Wie wäre es, wenn wir mal die Position wechseln, in der wir sind? Wir machen dich mal auf Flee. Keine Ahnung, du fliehst mal von The Key. Wer ist denn The Key? Ah, du bist The Key. 1, 2, 3, 4, 5. Wir können dir noch einfach zuschauen, aber das wäre doch langweilig. So, der soll für uns fliehen. Und die werden ihn alle verfolgen. Oh, oh, okay, hallo. Oh, oh, ausweichen. Uhuhu. So, wir sollten schneller sein als der LeGrand. Wir sind wie der Schäferhund, der die Herde treibt. Das heißt, wir müssen um den herum, damit wir den reintreiben bei dem. Bei der anderen KI. Okay, wir sind gerade heftig im Untersteuern. 180 km/h geht nicht so gut. Der kann die Kurve enger nehmen als wir. Okay, da müssen wir mal driften. Ah, okay, das wird glaube ich nicht besser. Okay, das wird glaube ich nichts. Das habe ich mir etwas anders vorgestellt, aber der fliegt leider ziemlich. Holen wir uns den Grand Marshal da hinten, nicht dich. Warum dreht sich der Grand Marshal einfach raus? Weiß nicht. Egal, wollen wir den mal einholen? So. Einmal rechts überholen. Oh, shit. Das war schlecht. Das war ein bisschen zu knapp dran. Trotzdem will ich den dich nämlich noch mit Hopper. Komm, ich kann den nach links einlenken. Okay, warte. Vielleicht einmal vorbei und dann können wir nämlich nach rechts einlenken. Okay. Und jetzt drehen wir uns raus.
Schaffen wir es noch vor denen? Nee, schaffen wir nicht. Okay. Chaos. Chaos. So, alle nochmal reloaden. Was wollen wir denn als nächstes machen? Wir können die vielleicht auch ein bisschen... Du bist auf Flee. Aber die können wir auch auf Random machen. Okay, nee, geht nicht. Du machst auch mal Chase. Also du machst mal irgendeinen anderen und bei dir ändern wir auch mal, wen du huntest. Einfach die, dass wir ein bisschen unterschiedlich sind. Nur ein bisschen Variation. Jetzt gehen die nämlich nicht alle nur auf uns. Das Blöde ist, der hat eingelenkt, was er nicht sollte. Au. Okay, das ist jetzt schon vorbei. Okay, haben wir lange durchgehalten. Autsch. Okay, nochmal alle reloaden. Schnell, schnell, schnell. Okay, ging nicht ganz. Gas geben. Okay, hui. Rechts vorbei. Denn die können schwer die Seiten wechseln. Okay, der will auf den Grand Marshal rauf. Und worauf geht der kleine grüne Gnome da? Weiß nicht. Auf jeden Fall wird er angeslampt. Die beiden mögen sich. Ich mag das Gelbe übrigens. Ich mag Gelbe auch, das Gelbe. Einmal hier durch, weil wir es können. So, der Hopper, den erwischt. Ist alles komplettes Chaos hier. Okay, knallen auch nochmal gegeneinander. So, wir nehmen dich als Deckung. Einmal gegen. Okay, das war vielleicht nicht ganz schlau. So, durch. Okay. So. Und Gas. Ab und zu kann man sich erlauben, stehen zu bleiben. Ohne dass viel passiert. Alles eine leichte Kollision. Stop. Okay. Supi. Ja, dann machen wir nochmal was anderes, oder? Ich habe nochmal Lust auf eine Verfolgungsjagd, auf die wir dann mal raufgehen. Dann haben wir genug von den Crashes hier. Wir sehen uns gleich, mach dann kurz einen Cut rein. Dann kann ich nämlich hier Thumbnail noch machen. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder. Wunderschön mit unserem Burnside. Und wir verfolgen den Moonhawk da hinten. Als er sich hier irgendwie in den 70ern spielt das. Das heißt, wir haben mit unserem Burnside natürlich einen relativ alten Polizeiwagen hier, 20 Jahre alt zu der Zeit. Und der Moonhawk da vorne ist ein brandneuer Wagen. Wir haben schon vorne rechts ganz schön beschädigt. Durch diesen Sprung über den Graben, was nicht die beste Idee war. Wir sind trotzdem noch schnell genug. Vielleicht schaffen wir hier einen kleinen Bink. Oh, wir haben uns selbst zerstört. Ziemlich böse sogar. Aber der zerstört sich vielleicht auch noch, der Moonhawk. Ja, da sagt er mal Hallo. Nur relativ leicht. Und er kann sich fangen, oder? Ja, er kann sich tatsächlich fangen. Okay. Das können wir besser. Naja, oder wir wechseln einfach die Variante. Ich habe nämlich eine Mod runtergeladen mit mehr Varianten. Hier jetzt nicht. Okay, aber wir haben zum Beispiel vom Grand Marshal haben wir eine Belco 150 Variante. Was macht die? 18 Zoll Reifen, Supercharged V8. Und der Belco ist sozusagen die Supercharger. Okay. Also mal sehen. Wir dürften um einiges schneller sein. Aber das ist jetzt egal. Oh, wow. Ja, geht ganz schön ab. Der schreddert jeden Reifen, der irgendwie drunter kommt. Komm, schalten, danke. Ach, der Trieb ist nicht wirklich schnell. Oh, wow, ihr seht, wie ich gegenlenken muss. Beim Fahren. Ja, keine Sirene, wir können hupen. Wie ein Verrückter. So, wir sind zwar schneller, aber sobald eine Kurve kommt, sind wir, glaube ich, ein bisschen schlechter dran, weil ich nicht rausbeschleunigen kann. Komm schon, Gas. So. Einmal gegen. Und er fliegt. Ich versuche in der Zeit mal den Grand Marshal zu fangen. Knallt ihn nochmal gegeneinander? Ja, tatsächlich. Er knallt hinten in die Bäume, aber das war's glaube ich noch nicht, oder? Doch, er ist stuck. Er ist tatsächlich stuck. Okay. Einmal noch. Oh, Gang rein, Gang rein, Gang rein, Gang. Ihr seht, wie wir am Rev-Limit rumbouncen. Aber das ist auch nur, weil unsere Räder durch sind, wenn wir längst nicht auf der Geschwindigkeit sind, auf der wir sein könnten mit dem Gang. Oh, wow. Puh. Ein bisschen spät reagiert. Das hat uns fast in den Graben gehauen. Jetzt haut es uns auf jeden Fall in die Bäume. Nichts mehr zu machen. Au.
Okay. Das soll es wie immer mit der heutigen Folge sein. Wenn ihr irgendwelche weiteren Wünsche habt, wie immer unten in die Kommentare schreiben. Ich bin euch bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer TCG. Ciao.